Hallo liebe Freunde des sicheren Rückhalts, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Karrieren. Am Wochenende findet der Länderspielklassiker Deutschland gegen England statt und da kommt für die aktuelle Ausgabe natürlich nur eine Größe des deutschen Fußballs in Betracht. Daher ist heute unser Torwart-Titan im Porträt, Oliver Kahn. Viel Spaß! Oliver Rolf Kahn wird am 15. Juni 1969 in Karlsruhe geboren. Sein Zweitname Rolf ist der Name seines Vaters, der in Lettland geboren wurde und selbst von 1963 bis 1965 in der Bundesliga für den Karlsruher SC spielte. 1975, im Alter von 6 Jahren, beginnt Oliver, wie auch sein 4 Jahre älterer Bruder Axel, in der F-Jugend des Karlsruher SC das Fußballspielen. Zunächst spielt er im Feld, doch ein Geschenk seines Großvaters bringt ein Umdenken und den Positionswechsel. Von jenem bekommt er eine Torwartausrüstung aus der Kollektion Sepp Meyers, der damals Kahns großes Vorbild ist. Ab diesem Tag steht für Oliver fest: Ich werde Fußballer, und zwar im Tor. Als Torhüter durchläuft Kahn von nun an alle Jugendmannschaften des KSC, bis hin zur Amateurmannschaft, ehe er in der Saison 1987-88 zum ersten Mal auf der Ersatzbank der Profimannschaft Platz nehmen darf. Am 27. November 1987 kommt er in Köln zu seinem Bundesliga-Debüt, nachdem die nominelle Nummer 1 des KSC, Alexander Vermulla, ausgefallen war. Das Debüt missglückt, denn der KSC verliert und Oliver Kahn muss gleich 4-mal hinter sich greifen. 1988 legt Kahn sein Abitur am Helmholtz-Gymnasium in Karlsruhe ab und beginnt Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen zu studieren, wo er jedoch zunächst nur das Grundstudium abschließt. 3 Jahre dauert es, in denen er vornehmlich in der Amateurmannschaft zum Einsatz kommt, bis sich Oliver Kahn im November 1990 einen Stammplatz beim KSC erarbeitet. Von nun an ist er die unangefochtene Nummer 1 im Tor der Karlsruher und trägt in seinen 4 Saisons als Stammkeeper dazu bei, dass sich der KSC vom Abstiegskandidaten zum UEFA-Pokalteilnehmer entwickelt. Im Jahr 1993 steht er beim Wunder vom Wildpark im Tor, als der Karlsruher SC den FC Valencia im Zweitrundenspiel des UEFA-Cups mit 7:0 schlägt und die Spanier damit aus dem Wettbewerb schießt. Im Herbst des Jahres 1993 wird Kahn erstmals in die Nationalmannschaft berufen, ohne jedoch zum Einsatz zu kommen. Dennoch wird er für die Fußballweltmeisterschaft 1994 in den USA als dritter Torwart nominiert, bei der die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale an Bulgarien scheitert. Nach der Weltmeisterschaft ist auch seine Zeit beim KSC beendet. Nach 19 Jahren verlässt Oliver Kahn seinen Heimatverein in Richtung München und schließt sich für eine Ablösesumme von 4,6 Millionen D-Mark dem Rekordmeister im FC Bayern an, wo er Nachfolger von Raimund Aumann wird. Es ist zu diesem Zeitpunkt die höchste Summe, die bis dahin für einen Bundesliga-Torhüter gezahlt wurde. Nur 4 Monate nach seinem Wechsel zieht sich Kahn im Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss zu, weshalb er beinahe ein halbes Jahr pausieren muss. Gleich sein erstes Spiel nach der Genesung bestreiten die Bayern gegen den Tabellenführer und späteren Meister Borussia Dortmund. Das Spiel endet 2:1 für die Münchner, doch die Saison geht unbefriedigend zu Ende, denn der amtierende Meister beendet die erste Saison mit seinem neuen Torhüter auf dem 6. Platz, da die Mannschaft vor allem während der Abstinenz Oliver Kahns des Öfteren Punkte liegen lässt. Sein Debüt im DFB-Team gibt Kahn am 23. Juni 1995 beim 2:1-Sieg in Bern gegen die Schweiz, fast 2 Jahre nachdem er erstmals nominiert wurde. 1996 wird er zunächst mit den Bayern UEFA-Pokalsieger, ehe er als Reservetorwart hinter Andreas Köpke den Europameistertitel in England holt, wiederum ohne ein einziges Spiel bestritten zu haben. Am Ende seiner 3. Saison beim FC Bayern kann sich Kahn 1997 erstmals deutscher Fußballmeister nennen. Bis zu seinem Karriereende sollen noch 7 weitere Meisterschaften folgen. Auch bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich ist Kahn Teil des deutschen Aufgebots, dieses Mal als Nummer 2 hinter Andreas Köpke, den er nach dessen Karriereende im selben Jahr als Stammtorhüter Deutschlands beerben soll. Im darauffolgenden Jahr steht Kahn erstmals im Endspiel der UEFA Champions League gegen Manchester United, in dem die Bayern als sicher geglaubter Sieger auf tragische Weise in der Nachspielzeit den Titel verspielen. Nur 2 Saisons später erreicht die Mannschaft unter der Führung von Ottmar Hitzfeld erneut das Champions League-Finale. Vor den Augen von 74.500 Zuschauern im Giuseppe Meazza Stadion von Mailand hält Oliver Kahn im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia 3 Elfmeter und macht sich selbst zum Mann des Abends und zum Champions League-Sieger. Am 26. Januar 2002 übernimmt er die Funktion des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft von Oliver Bierhoff. 48 Mal führte die deutsche Nationalmannschaft von nun an als Spielführer aufs Feld. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea, bei der er durch seine überragenden Leistungen großen Anteil am Finaleinzug der deutschen Mannschaft hat, ist er die tragische Figur des Finals. Denn ausgerechnet in diesem unterläuft Kahn ein folgenschwerer Fehler, als er einen Fernschuss Rivaldos vor die Füße Ronaldos abwehrt,
der den Ball nur noch zum 1:0 einschieben muss. Dennoch wird Kahn mit dem goldenen Ball für den besten Spieler und gleichzeitig mit dem goldenen Handschuh für den besten Torwart des Turniers ausgezeichnet. Er ist bis heute der einzige Torhüter, dem der goldene Ball verliehen wurde. Aufgrund seiner Leistung entsteht während der Weltmeisterschaft der Ruf als Titan, der ihm bis heute vorauseilt. Auch wird Kahn 2002 vor allem in Asien ein beliebter Star des deutschen Fußballs, weshalb er unter anderem in einem Werbespot der Shinky Bank zu sehen war. Seit April 2009 bewertet er zudem als Jurymitglied der Unterhaltungsshow China sucht den Supertorwart Torhüter im chinesischen Staatsfernsehen. Von 2004 bis 2006 entwickelt sich vor allem in den Medien ein öffentliches Fernduell um die Nummer 1 im deutschen Tor. Der nach der Europameisterschaft 2004 neu installierte Bundestrainer Jürgen Klinsmann lässt über die 2 Jahre die Frage nach einer klaren Nummer 1 offen und setzt auf stetige Rotation zwischen Kahn und Jens Lehmann. Am 7. April 2006 wird der Konkurrenzkampf zugunsten Jens Lehmanns entschieden, der die deutsche Nationalmannschaft als Stammtorwart bei der WM im eigenen Land vertreten soll. 3 Tage später gibt Kahn auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er für die Weltmeisterschaft auch als zweiter Torwart zur Verfügung stehe. Der Teamgeist, den Kahn nach dieser öffentlichen Zurückweisung und dem Platzen des Traumes, nach 6 Jahren als unangefochtene Nummer 1 im deutschen Tor auch die Weltmeisterschaft im eigenen Land aktiv zu bestreiten, an den Tag legt, ist bemerkenswert, zumal er und Jens Lehmann sich nie wirklich anfreunden können. Umso bemerkenswerter ist daher die Geste Kahns vor dem Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien, als er dem am Boden sitzenden Lehmann Glück wünscht und ihm dabei die Hand reicht. Sein letztes Spiel als Nationaltorwart Deutschlands bestreitet Kahn nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft am 8. Juli 2006 im Spiel um Platz 3 gegen Portugal in Stuttgart, das die Nationalelf mit 3:1 gewinnt. Im Anschluss daran gibt er seinen Rücktritt aus der Nationalelf bekannt. Beim FC Bayern soll Kahn noch 2 weitere Saisons bestreiten, ehe er am 17. Mai 2008, dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2007-2008, in seinem 557. Bundesligaspiel in der 89. Minute ausgewechselt wird und für seinen Nachfolger Michael Rensing Platz macht. Der FC Bayern gewinnt das Spiel gegen Hertha BSC mit 4:1 und stellt in der letzten Saison Kahns mit nur 21 Gegentreffern einen neuen Bundesliga-Rekord auf. In seiner Zeit beim FC Bayern gewann Kahn 8 deutsche Meisterschaften, 6 DFB-Pokale, 6 Ligapokale, den UEFA Cup sowie die UEFA Champions League und den Weltpokal. Er ist gemeinsam mit Mehmet Scholl und Bastian Schweinsteiger Rekordmeister der Bundesliga. So Freunde, das war die Karriere des Oliver Kahn. Wie man wieder einmal gesehen hat, ist es gerade als Torhüter schwer, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und es gehört sicher auch ein wenig Glück dazu, denn als Torwart wird man ja nicht einfach mal eingewechselt und profitiert zumeist von Verletzungen seiner Vorderleute. Oliver Kahn hat es geschafft und dabei eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Der ganz große Wurf mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft ist ihm dabei leider verwehrt geblieben. Aber dennoch ist er einer der größten Fußballer, den wir in Deutschland je hatten. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Format und die Folge gefallen. Ich wünsche euch eine gute Woche und erfolgreiche Länderspiele. Sportliche Grüße, bis bald!